Welcome back to the DSpace Praxistreffen 2022. The next talk will be in German. Herzlich willkommen zum DSpace Praxistreffen 2022. Wir fahren fort mit Analysemethoden für DSpace Chris. Herr Karabatjakov und Herr Schulze präsentieren in Säulen und Torten Reporting für DSpace Chris mit Kibana. Herzlich willkommen auf dem Praxistreffen. Auf geht's. Ja, guten Tag. Vielen Dank, Herr Becker. Ich werde thematisch anknüpfen an unseren Vorredner. Also unser Projekt ist skaliert für die Bedarfe unserer Forschungseinrichtung, unserer Hochschule. Das ist die Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Aber zunächst beginne ich damit, also wer sind wir oder Herr Schulze und ich. Herr Schulze ist unser Partner oder präsentiert momentan, vertritt heute unser Partner von Effective Webwork in Hamburg. Also was haben wir vor? Also wir wollen erstmal den Kontext also für unser Projekt erschließen und daher auch die Aufgaben und Ziele, die uns dabei gestellt haben. Und im Anschluss werden wir dann die technische Umsetzung präsentieren. So, wie ist die Ausgangsposition, der Situation in Hamburg? Also die Hochschule für angewandte Wissenschaften also baut ihre Forschungskompetenz in den sogenannten angewandten Forschung seit mehreren Jahren. Und daher erwächst ein Bedarf an Forschungsstatistik. Also die HAW Hamburg ist die größte Hochschule im Norden Deutschlands. Sie hat 400 Professoren und über 16.000 Studierende. Vielfältige Kooperation mit der Praxis und führt Projekte, Forschungsprojekte durch in wirtschaftlichen und nicht wirtschaftlichen Bereich. Und daher, also wie gesagt, also erwächst der Bedarf für ein leistungsfähiges Instrument zur Messung des Forschungsoutputs. Wir haben im 2018 ein Projekt gestartet, Hamburg Open Science, und haben Infrastruktur aufgebaut auf der Grundlage von DSpace Chris. Unser Forschungsinformationssystem nennen wir Reposit. Und seit Sommer 2020 haben wir mit einem Teilprojekt gestartet zur Entwicklung eines Auswertungstools. Also dieses Auswertungstool ist basiert auf Kibana und dafür, dass Kibana für Daten aus Reposit auswertet, das nennen wir dann Kibana Re. Also wir haben einem Anforderungsworkshop mit EWW vielfältige Kriterien formuliert, also die dieses Tool erfüllen soll. Und also haben das Projekt Ende 2021 beendet. Und heute sind wir in der Lage, bitte nächster Slide. Also heute sind wir in der Lage, Forschungsoutput personenbezogen auszuwerten. Aber was viel spannender ist, also wir können clustern nach Fakultäten, nach Departments, nach Forschungseinrichtungen innerhalb der Hochschule, also unterschiedliche Clustermöglichkeiten. Und wir werten aktuell aus Daten zu Drittmittelstärke der Hochschule, zu Publikationen und Veranstaltungen und Auszeichnungen. Also dafür bieten sich in der Umgebung unterschiedliche Möglichkeiten. Also wir können
also grafische Diagramme nutzen, aber auch klassische Tabellenansichten. Und wie auch unser Vorredner Herr Bolini aufgezeigt hat, also Kibana bietet Möglichkeit zum Export dieser Daten in Excel, so dass wir dann die Daten dann überführen und anderweitig nutzen können. Das ist der Kontext und der aktuelle Stand der Entwicklung. Also das Gute ist, dass die Auswertungsmöglichkeiten weiter ausgebaut werden können. Und wir sehen das als ein Projekt, was kontinuierlich entwickelt wird. Zur technischen Umsetzung übergebe ich jetzt an Herrn Schulz weiter. Ja, vielen Dank. Dann mache ich mal weiter. Die Zielsetzung des Projektes, wie gerade schon erklärt, war unter anderem vor allem die grafische Darstellung von Auswertungen, wobei quasi es möglich sein sollte, alle Bestandteile von DSpace, also Publikationen, Metadaten, Entities und Nested Entities, sowie Verknüpfungen verschiedener Daten auszuwerten und auch eine Filterung darüber anzubieten. Bei der Suche nach der Technik war das wir zu dem Zeitpunkt keine entsprechende Erweiterung für DSpace verfügbar hatten, haben wir Kibana von Anfang an ein bisschen präferiert. Wir haben uns angesehen, können wir die in DSpace vorhandenen Indizes vielleicht direkt nutzen, aber keine vergleichbaren Systeme gefunden, die da ausreichend waren. Von daher sind wir dann dazu übergegangen, diese Anbindung an zunächst Elasticsearch und dann Kibana selbst in einem Projekt mit der HAW zu erstellen. Wir haben das versucht, möglichst schlank zu halten, die Umsetzung. Das heißt, es gibt Stand jetzt noch keine direkt in DSpace auf der Web-Oberfläche sichtbare Ergänzung, sondern das ganze System spielt sich quasi als ein neuer Vorgang der Command-Line-Operations ab. Das heißt, mit einem Konsolenbefehl und potenziell verschiedenen Optionen, welche Indizes und welche Typen beachtet werden sollen, wird dieses Reporting im Hintergrund laufen gelassen. Die komplette Konfiguration erfolgt über eine neue Konfigurationsdatei. Und damit bleiben Elasticsearch und auch Kibana komplett getrennt von DSpace. Man nutzt oder wir nutzen auch die sozusagen die Kibana einen eigenständigen Zugang, um in das System zu kommen, um sich die Daten anzuschauen und sind dabei aber auch dann in der Lage, dass wir beide Systeme in kompletten Funktionsumfang nutzbar haben. Wir haben da speziell bei uns in der Firma sehr gute Erfahrungen mitgemacht, Systeme nebeneinander auch gerne zu stellen und nicht zwingend tatsächlich zu integrieren, um einfach die Spezialität der Systeme auch zu erhalten. Und das tun wir hier genauso. Die Indizes in Elasticsearch können im Hintergrund jederzeit neu aufgebaut werden. Wenn also neue Daten in DSpace vorliegen, das lässt sich, da alles über diesen Konsolenbefehl läuft, leicht per Cron ansteuern. Bei Bedarf können auch verschiedene Teile, nur Einzelindizes aktualisiert werden. Und die ganze Konfiguration von Dashboards und Anzeigen wird direkt in Kibana durchgeführt und dort auch gepflegt. Was noch nicht im Einsatz ist, was potenziell natürlich auch denkbar ist, dass auch andere Quellendaten in diese Elastic Kibana-Installation einstellen und damit Übersichten möglich sind, die über DSpace einfach hinausgehen. Vielleicht nochmal kurz eine schematische Darstellung. Also wir haben DSpace, soweit ich sehe, sind wir nicht auf CRIS eingeschränkt. Das Ganze sollte auch direkt in einem DSpace laufen.
haben sozusagen das System mit Datenbank und Index und wir haben ergänzt diesen hier angedeuteten Konsolenbefehl eine Konfigurationsdatei und in dem vorgegebenen Setting, was konfiguriert ist, werden die Daten dann komplett rausgegeben, zunächst an den Index und auf dem arbeitet dann das Kibana-System. Diese Reporting XML enthält zum einen die Verbindungsinformationen zum Elasticsearch und auch die Definition von mehreren Indizes. Da steckt zum einen drin, wie soll das Mapping, also die Struktur eines Index aussehen und aus welchen Quellen innerhalb von DSpace werden die Datensätze zusammengestellt. Ich zeige mal ein ganz kurzes, sehr reduziertes Beispiel. Das ist, glaube ich, zu groß, um es in Vollständigkeit zu erklären, aber das ist mein Eindruck, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, wir haben in dieser Reporting XML eine einfache Verbindung zum Server. Wir haben verschiedene Bereiche Index, die also jeweils einzelne Indizes im Elasticsearch darstellen. Und dann definieren wir verschiedene Mappings. Bei dem Index wird immer noch mitgegeben, was ist das Grundobjekt innerhalb von DSpace, auf dem das alles basiert. Also in diesem Fall wäre es die Klasse Project. Und über die Elemente, diese Elementeinträge, wird zum einen definiert, was für einen Typ haben diese Daten im Elasticsearch, wie sollen sie dort heißen und welches Datenfeld aus der Klasse dieses Index soll genutzt werden, um diesen Eintrag zu füllen. Was wir zudem tun können, sind Verschachtelungen. Das heißt, wir haben hier bei den Projekten ein Nested Object, was sich mit Budgets auseinandersetzt und das kann quasi als eingeschachtelte Struktur in diesen Datensatz integriert werden. Was wir genauso tun können, ist eine Filterung über Black- und White-Lists. Das heißt, hier sollten zum Beispiel alle Informationen aus dem Department Präsidium ignoriert werden. Und neben einem großen Satz von sehr generischen Methoden, die dafür zuständig sind, also auf verschiedenen Ebenen aus den sozusagen Standardklassen von DSpace und DSpace Chris die Daten rauszuziehen, haben wir auch die Möglichkeit, ganz eigene Methoden anzugeben, wenn es jetzt Spezialfälle gibt, die einfach diesen generischen Ansatz inhaltlich überschreiten und wo man einfach weiß, ich brauche ein ganz spezielles Datum und der direkte Weg ist einfach, der generische Weg ist sehr schwer, dann gibt es die Option auch zu sagen, ich schreibe dafür eine eigene Methode und die greift dann diese Generierung auf. Als zweiten Bestandteil haben wir bisher alles in eine große Reporting.java-Klasse integriert, die also sozusagen diese mit diesen ganzen Konfigurationsoptionen umgehen kann, die damit umgehen kann, die Werte aus DSpace abzufragen und die Indizes anzulegen, die Daten in den Index zu übertragen. Das wird alles in dieser einen Klasse bisher erledigt. Was potenziell natürlich auch denkbar ist, dass man zum Beispiel Elastic und Kibana mal gegen andere Systeme austauscht. Das heißt, das reine Erzeugen und Generieren dieser Sets, das ist sozusagen so abgetrennt, dass man das nicht unbedingt zwingend in ein Elastic-Mapping überführen muss, sondern potenziell auch an andere Reporting-Systeme oder ganz andere Systeme weitergeben kann. Ja, kurz noch als Ausblick. Die Bereitstellung des Codes ist geplant, auch relativ kurzfristig. Wir sind gerade noch in einer Phase, wo wir ein letztes Refactoring, ein bisschen Aufräumen durchführen. Und dann ist es ein System, was
ja, in die Welt soll und genutzt werden soll. Soweit erstmal von uns beiden. Gibt es Fragen zum System? Es gibt Fragen. Vielen Dank für den Vortrag. Eine Frage aus Hamburg nach Hamburg. Wie stellen Sie in der HRW sicher, dass die im KRIS-System gespeicherten Daten möglichst vollständig sind? Gibt es dazu zentrale Vorgaben oder ein Anreizsystem? Ja, das übernehme ich gleich. Also dazu, also die Frage ist ja und ja. Also einmal, also wir führen ein Qualitätssicherungsmanagement durch. Und ja, es gibt auch ein Anreizsystem. Dazu der Hintergrund. Also die Forschung an den Hochschulen ist so aufgebaut, also dass HRW Hamburg eine Abteilung ins Leben gerufen hat, also vor über 15 Jahren, also die maßgeblich Forschung koordiniert und unterstützt. Da sitzen mittlerweile über 15 Kolleginnen und Kollegen, die diesen Auftrag haben und ausführen. Und also was Messung, was Erhebung von Drittmitteln angeht, Drittmittelstatistik angeht, also das wird dort Qualität gesichert. Gleichzeitig, also wie gesagt, wir werten auch Publikationen aus. Also das übersteigt dann die Kapazitäten an dieser Abteilung. Also deshalb gibt es das Anreizsystem, das nennt sich die Vergabe von Lehrentlastungskontingente. Und das ist ein Verfahren, das jährlich durchgeführt wird und als ein Kriterium dafür wird auch Forschungsoutput im Sinne von Publikationen gemessen. Und da sind die Professorinnen und Professoren selber gefragt, also ihre Daten einzugeben, die wir dann später auswerten. Gut, vielen Dank. Können auch Projekt- und Publikationslisten ausgegeben werden? Wie sehen die aus? Welche Formate für Projekt- und Publikationslisten? Ja, das ist alle Daten werden dann können in Excel exportiert werden. Ich hoffe, das beantwortet das. Wenn nicht, bitte einfach eine Nachfrage im Chat. Können Sie abschätzen, ob die Lösung auch mit DSpace CRIS 7 kompatibel sein wird? Ich vermute es. Also wir haben es noch nicht probiert, aber da wir uns sozusagen extrem kleinschrittig, sage ich mal, in das System reinhängen, und keinerlei Oberflächenanpassungen benötigen, um das in der Form zu nutzen, gehe ich davon aus, dass das potenziell hoffentlich kleine Anpassungen sind, aber dass das vom Grundkonzept genauso funktionieren wird, ja. Ja, die Entitäten werden da vielleicht nochmal eine Herausforderung werden, wenn man da das Datenmodelling dann entsprechend, dann die Datenmodellierung entsprechend anpassen muss. Es gibt nochmal eine Nachfrage zu Publikationslisten. Sie können jetzt Excel-Tabellen ausgeben. Gibt es auch die Möglichkeit, Publikationslisten auszugeben, die man dann weiterverwenden kann als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin? Vielleicht welche auch die verschiedenen Zitierstilen gerecht werden? Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob die Frage hier ehrlich gesagt hinpasst, weil das ist ja keine zwingende Funktion vom Kibana, sondern das ist eigentlich eine Funktion, die das DSpace CRIS ja bereits mit sich bringt. Ich glaube auch, dass das ein Fall ist, den wir so gar nicht mitgedacht haben. Ja, das ist auch aus meiner Sicht gar nicht mal eine Analysefrage an der Stelle, sondern ich glaube, da ist der Fokus einfach ein bisschen ein anderer. Wir haben noch ein paar Minuten. Insofern, wenn es noch Fragen gibt, wir geben vielleicht auch mal ein bisschen mehr Zeit, um die auch einzutippen.
Es gibt einen Hinweis zu den zitierstehenden Publikationslisten. Ich würde das im Chat belassen, weil das aus meiner Sicht ein bisschen den Rahmen dieses Vortrags sprengt und eher eine Diskussion, die es bis Chris ist. Vielleicht können wir das heute Nachmittag im Chris-Workshop aufgreifen. Gut, dann von mir ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Und ich hoffe, wir sehen uns heute Nachmittag im Da kommt eine Frage rein. Vielleicht gibt es vielleicht ging es bei mir unter, aber werden die Daten für die Übernahme in Elasticsearch direkt aus der Datenbank genommen oder aus dem Zola-Index? Weder noch. Also wir fragen weder direkt die Datenbank an, noch direkt den Index, sondern wir gehen tatsächlich über die Objekte in DSpace und fragen die an. Das heißt über das Java-Backend von DSpace. Richtig, genau. Und dann würde es sich natürlich anbieten, das dann auf die REST-API in DSpace 7 gegebenenfalls umzustellen, bei einem Upgrade auf DSpace 7. Vermutlich. Also gerade wenn man so kleinschrittige, wenig interessiert. Da tatsächlich noch die Erfahrung mit dem System, aber das ist sicherlich ein Hinweis, den wir uns angucken werden. Ja. Sehr gut. Herzlichen Dank nochmal. DSpace Chris 7 ist erschienen, kann man langsam mit loslegen, aber alt auch nicht. Schön, dass das System so erstmal am Start ist. Vielen Dank für die Präsentation und weiterhin einen schönen DSpace-Praxistreffen. Dankeschön. Vielen Dank auch von mir.